Der Frühling ist endlich da, yeah! Und wir machen uns Spring Ready. Deswegen zeige ich euch jetzt meine Frühlings-Must-Haves sozusagen. Die fahle, graue Winterhaut will abgeschrubbt werden. Und zwar mag ich total gern dieses Peeling. Das ist eins meiner liebsten Körperpeelings. Das Besondere ist, dass es Traubenkerne sind, die gecrushed sind. Das heißt, es ist nicht so wie Salz oder Zucker, ein rundes Korn, sondern irgendwie so platt, wenn ihr wisst, was ich meine. Und es ist sehr effektiv, aber nicht so rau zur Haut. Einfach ein- bis zweimal die Woche den ganzen Körper peelen und danach fühlt man sich richtig frisch und leicht und man hat wieder einen tollen Glow. Apropos Glow. Für die Wangen mag ich total gern so ein leichtes Aprikot. Da swirle ich einfach mal einen Pinsel rein und dann klopfe ich so den Überschuss ab, damit ich nicht zu viel auf dem Pinsel habe. Und dann gebe ich einfach gezielt auf mein Apfelbäckchen was drauf und yeah, fresh. Jetzt kommen meine Lieblingsprodukte und zwar Lippenstifte. Oh, ich bin so ein Lippenjunkie. Das sind meine Liebsten für den Frühling und zwar habe ich euch die Besten rausgepickt in allen Kategorien sozusagen. Einmal die Nude-Variante und zwar mag ich total gerne zurzeit einfach nur einen Lipliner auftragen. Manchmal auch nur den Lipliner, ohne noch was darüber. Aber ich umrande damit erstmal meine Lippen, fülle dann aus und manchmal gebe ich ganz gerne noch diesen Gloss darüber. Dann, da-da-dan, Nude! Wer es etwas frischer mag, das ist ein bisschen blumiger, sage ich mal, so wie Blüten zumindest aussehen, der ist hier richtig. Ich mag diesen total gerne. Das ist ein sehr glossy Lippenstift von Urban Decay. Ihr seht, wie schön er glänzt. Ich mag das total gerne, sehr feuchtigkeitsspendend. Und da habt ihr Pink. Mein dritter Liebling ist dieser hier von Topshop. Das ist Whimsical. Und zwar ein sehr schönes Peach Pastell, würde ich sagen. Ein matter Ton. Aber sehr cremig und dünn im Auftrag. Also nicht so ekelhaft trocken oder irgendwas. Und da habt ihr Everyday. Okay, okay, wir brauchen mehr Farbe, oder? Da mag ich diesen ganz gerne. Der ist von Astor, eine Heidi Klum Kollektion oder so, keine Ahnung. Dieser heißt Cheeky und lässt sich auch sehr schön auftragen. Ich mag auch die Konsistenz und die Haltbarkeit ist auch sehr gut. Und die Farbe ist einfach frisch und da habt ihr Knallig. Okay, okay, das war's aber jetzt mit den Lippen. Wir gehen weiter auf die Wangen oder den ganzen Teint. Ich liebe einfach dieses Produkt. Ich zeige es euch jedes Jahr, ich weiß, aber ich mag es total gern. Das ist von Benefit One Hot Minute. Ihr habt damit einfach einen Bronzer, einen Highlighter und einen Blush in einem. Klopft so ein bisschen den Überschuss ab und dann trage ich das direkt einfach da auf, wo ich Bronzer auftragen würde. Und zwar so auf die Wangen, höchsten Punkt auch ein bisschen, einfach die Schläfen entlang. Die Nase runter, auch die Stirn etwas und Kinn, ein bisschen den Hals. Einfach da, wo ich meinen Bronzer auftragen würde. Gibt einfach so ein bisschen mehr Frische und Glow im Gesicht. Ich liebe, liebe, liebe das. Lieblingsparfum für den Frühling. Ich konnte mich mal wieder nicht so entscheiden. Hab mich aber jetzt dann doch für dieses entschieden, weil es neu ist. Das ist von Chloé Love Story. Wie auch alle bisherigen Chloé-Düfte, voll mein Ding. Ich mag einfach dieses sehr feminine, florale. Dieses ist sehr floral, eher die weißen Blüten. Und ich spritze ganz gerne einfach so auf den Nacken. Gerade dieses Parfum, weil es ist doch recht intensiv. Nur ein Spritzer reicht. Und es hält den ganzen Tag bei mir. Jetzt ein Oldie, but Goldie. Yeah. Kein Frühling oder Sommer ohne meinen Xanthan, sage ich euch. Und zwar dieses, nur dieses. Ich liebe das Moroccan Tan von Xanthan. Ich habe mir extra neues gekauft, plus neuen Handschuh. Yeah! Wie ich mich freue. The best! Intensive Bräune, wirklich wie vom Sommerurlaub. Wenn ihr noch ein paar Selbstbräuner-Tipps sucht, dann schaut in die Infobox, da verlinke ich euch mal ein Video dazu. Aber jetzt aufgepasst! Ich bin gerade wieder voll motiviert im Sportmodus. Vorbei die Zeit mit Zocken und nichts tun, Mira. Ja, ich rede mit mir selbst. Wir haben jetzt diesen Boxsack aufgehängt, mein Freund und ich. Macht echt Spaß. Ich mache neben meinem Cardio-Training auch ein paar Boxeinheiten. Bin natürlich noch Anfänger, aber Übung macht den Meister. Hat euch das Video gefallen, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch einen frühlingshaften Look von mir sucht, dann klickt euch mal in dieses Video. Da habe ich euch einen schönen Ton-in-Ton-Aprikot-Look geschminkt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.